Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir haben kurz vor Weihnachten, genau, es war kurz vor Weihnachten, ein wundervolles Paket vom Asborn Verlag zugeschickt bekommen. Ich habe es schon so oft gesagt, es hat sich wirklich zu meinem absoluten liebsten Kinderbuchverlag rausgemacht. Und das sind wieder so geniale Bücher und die möchte ich euch jetzt gerne einmal zeigen. Und zwar haben wir zum ersten das hier bekommen, mein erstes Punkt-zu-Punkt-Malbuch Tiere. Mit über 50 Stickern. Ich habe auch immer meine Stickerbücher vom Asborn Verlag. Und dieses Punkt-zu-Punkt-Malen, das kennt ja eigentlich jeder, finde ich super, super schön. Weil gerade jetzt so in Vins Alter ist das halt wunderschön zum Zahlenlernen halt super spielerisch gestaltet. Also haben wir zum einen das bekommen. Ich werde euch alle Bücher auf jeden Fall unten in der Infobox wieder verlinken. Dann hatten wir das hier, das finde ich auch sehr genial. Such die Maus und mal sie aus. Also gut, das ist jetzt kein Beispiel für die Maus, aber das ist auch eine sehr, sehr coole Seite. Da hat man zum Beispiel die Aufgabe, male die Puppen mit Schleife im Haar rot aus. Das hat hier als Beispiel und alle Puppen, die eine Schleife im Haar haben, sollen halt rot ausgemalt werden. Ich finde, das ist eine super spielerische Art und Weise, um Kindern ganz, ganz viel beizubringen, nämlich auf Details zu achten, auf die Aufgabenstellung zu achten, dann natürlich die Farben zu lernen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Aufgaben, die man halt lösen kann. Finde die Mäuse in Ballettröckchen und male sie rosa aus. Oder kannst du die lesende Maus finden und sie ausmalen? Also super, 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 super schön. Das ist Such die Maus und mal sie aus. Dann, da ist Vince so heiß auf dieses Buch, aber ich hab's noch zurückgehalten. Und zwar ist es das hier. Der große Stickerspaß, Trucks mit über 300 Stickerbauteilen. Also er interessiert sich ja sehr für Monster-Trucks und so ein Krams. Und ich wusste, dass er dieses Buch lieben würde. Also man hat hier wirklich ganz, ganz viele Sticker drin. Und dann halt hier die Trucks, wo die Sticker halt angebracht werden können. Und was ich halt super schön finde, auch dann noch ein paar Infos einfach zu diesen Trucks. Hier hat man zum Beispiel einen Saugwagen. Und da steht halt immer noch ein bisschen was dabei. Technische Daten stehen auch dabei. Ja, das, was für die Jungs halt so richtig wichtig ist. Den hier und den hier. Da werden halt dann die Stickerteile dann entsprechend angebracht. Super genial. Aber ich halte sowas immer ein bisschen zurück. Also das bekommen die von mir nicht einfach so zwischendurch immer mal auf einen Schlag, sondern habe ich halt schon so ein bisschen was für Ostern und Kindertag und so. Das hier fand ich auch super genial, weil Vorschule wird ja dann doch ein Thema. Malen und Stickern erste englische Wörter. Also meine Kinder lernen tatsächlich im Alltag spielerisch relativ viel Englisch. Weil wir einfach manchmal ein englisches Lied hören oder, also wir hören allgemein sehr viel deutsche Musik und da kommt ja aber manchmal doch, mischt sich das ein oder andere englische Wort rein oder in irgendeiner Werbung oder weil ich mal irgendwas erzähle oder, weil sie was aufschnappen und dann erkläre ich halt, was das bedeutet und wir nehmen das Wort dann in unseren Alltag so ein bisschen auf und deswegen fand ich das ja auch eine ganz spannende Geschichte und es ist halt wieder ähnlich gestaltet, ne? Man hat halt hier auf dem Markt, at the market und dann wie das Ganze halt auf Englisch heißt und hat dann die entsprechenden Sticker halt dabei, die man da einfach dann aufkleben kann. Finde ich super, 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 super schön. Dann diese Bücher liebe ich ja vom Asborn Verlag auch sehr, da haben wir auch schon einige und Vince ist da ein großer Fan von. Warum schlägt mein Herz? 60 schlaue Fragen über deinen Körper. Einfach so Bücher, die halt ganz, ganz viele Dinge erklären. Also ein großer Renner ist ja bei uns auch das Buch zum Sonnensystem. Zum Beispiel über den Körper habe ich auch eins. Was auch sehr geliebt wurde oder wird, ist das Buch über Bienen. Also das war auch, das musste ich wochenlang vorlesen. Und da hat man dann so Antwortklappen halt auch drin, ne? Ganz viele Fragen. Also wo ist mein Herz zum Beispiel, ne? Oder hier, mit dem Darm, mit dem Essen und so. Stimmt, also wo sind die einzelnen Teile? Wie funktioniert das Ganze? Dann hier noch. Also super, super schön gemacht.
Genau, also wenn man sich ein Bein gebrochen hat, was machen Muskeln, aus was besteht mein Körper? Also richtig, 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 richtig cool, auch dieses Buch. Dann auch nochmal was so ein bisschen zum Thema Vorschule, meine bunte Welt in Zahlen. Und das ist auch richtig. Also es ist auch richtig schön gestaltet. Das ist halt immer, Asborn ist immer so schön niedlich, bunt, kindgerecht. Sowas liebe ich ja. Und man hat halt, nehmen wir mal die vier, jede einzelne Zahl und dann halt so verschiedene Sachen. Ne? Also eine Ukulele hat vier Saiten, es gibt vier Mondphasen, es gibt vier Symbole auf Spielkarten, es gibt vier Jahreszeiten. Richtig, richtig schön gemacht. Hier hat man halt die sieben. Die sieben ist für viele Menschen eine Glückszahl. Der große Wagen ist eine Gruppe von sieben Sternen. Also da dann auch wieder ganz viel Wissen sammeln. Also dieses, wie viel. Also wie sehr ich mein persönliches Allgemeinwissen aufgebaut habe oder erweitert habe, indem ich mit den Kindern einfach solche Bücher lese. Oder es gibt auch wunderschöne Kinder-CDs, die solche Themen wundervoll aufarbeiten. Einfach perfekt. Und dann das Knallerbuch für meine Kinder, das haben die auch schon zum Spielen bekommen. Wohin fährt der Traktor? Das ist ein bisschen was dicker, aber es ist so, so cool. Ich muss euch das dann nochmal aus einer anderen Perspektive zeigen. Und zwar. Ich habe mir dann hier so ein kleines Säckchen genommen, um das alles aufzubewahren. Da ist so ein Aufziehtraktor dabei. Den zieht man halt hier auf. Und dann hat man, ich glaube, vier Geschichten, meine ich. Oder drei. Nehmen wir mal die Winterwelt. Und ihr seht das schon, da sind so Fahrrillen. Und da fährt halt der Traktor einfach so lang. Und es gibt halt vorne, hier haben wir die Figuren zum Beispiel auch noch nicht rausgetrennt, eine Geschichte dazu und die Figuren. Ich zeige euch dann nochmal Figuren, die wir schon rausgetrennt haben. Und dann können die Kinder sich das aufklappen, den Traktor langfahren lassen, die Figuren an die richtige Stelle stellen und die Geschichte nacherzählen. Die lieben dieses Buch abgöttisch und wir haben schon ein paar Figuren rausgetrennt. Deswegen kann ich euch die jetzt mal zeigen. Die sehen dann halt so aus, haben dann hier unten noch so einen Ständer, damit man die dann auf die Geschichte draufstellen kann. Hier haben wir noch einen Hund. Das finde ich super schön, auch so um die Kreativität anzuregen, ihre eigenen Geschichten sich dann auszudenken. Das ist halt ein Buch, also Svea findet das halt absolut genial, mit den Figuren einfach zu spielen. So sieht das dann halt aus. Und natürlich mit diesem Aufziehtraktor. Und bei Vince ist da halt schon ein bisschen mehr, dass da halt eine Geschichte sich überlegt wird, wo der Traktor jetzt langfährt und was dann da alles Aufregendes passiert. Also eine super, super schöne Geschichte. Wohin fährt der Traktor? Also da sind so 30 Figuren noch mit drin und das Buch kostet 19,95 €. Lass den Traktor die Spuren entlang fahren und erzähle mit den Aufstellfiguren die spannenden Geschichten nach. Oder erfinde einfach deine eigenen. Spaß ist garantiert beim Lesen und Spielen mit diesem liebevoll illustrierten Buch. Genau, das ist wunderschön. Man kann das Lesen so schön in den Spielalltag einfach mit integrieren. Ich liebe das Buch wirklich sehr. Habe ich das nicht zu jedem Buch gesagt, dass ich das sehr liebe. Also ich bin ein großer Asborn Verlag-Fan und freue mich immer riesig und die Kinder auch, wenn es wieder ein neues Paket von dort gibt. Ich verlinke euch alle Bücher unten in der Infobox. Und zeige euch jetzt gerne im Anschluss nochmal, wie der Traktor durch das Buch fährt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!